So, erstmal herzlich willkommen, schönen guten Abend. Mein Name ist Michael Knoll. Ich arbeite für die gemeinnützige Hertie-Stiftung, leite hier das Berliner Büro. Erstmal ein herzliches Dankeschön natürlich auch an die Heinrich-Böll-Stiftung, dass wir wieder mal gemeinsam diese Reihe fortführen, konkrete Utopien. Wir haben dann ein Jahr Pause dazwischen gehabt. 2017 haben wir es nicht geschafft, eine Veranstaltung zu machen, obwohl wir Sie damals schon angefragt hatten, Herr Radkauer, ob Sie nicht Lust hätten mitzumachen. Sie hatten dann irgendwie gesagt, nee, das sei jetzt noch zu früh oder zu frisch oder das Buch sei zu aktuell und Sie seien da jetzt auch noch nicht in der Fassung und in der Lage, darüber nochmal neu nachzudenken, anders nachzudenken und das Buch sei jetzt auch erschienen. Das Schöne ist, das haben Sie mir jetzt gerade noch in die Hand gedrückt, dieser Spiegelartikel, ein Jahr alt, die Ankündigung, hier unten steht's, Geschichte der Zukunft von Joachim Radkauer und das Titelbild St. Martin, Martin Schulz, SPD. Ein Jahr später, es ist eins dieser Zicks oder dieser Zacks der Geschichte, von denen Sie schreiben. Wir sind heute da, wir dürfen uns heute über Ihren Vortrag freuen, über Ihre Thesen, uns vielleicht bestätigt fühlen, weitergeführt fühlen. Aber die politische Karriere dieses Mannes ist nach 12 Monaten vorbei. Ein paar Worte zu Ihnen noch, Herr Radkauer. Sie gehören zu den bedeutendsten deutschen Historikern. Sie haben studiert 63 bis 68 in Geschichte. Sie haben in Münster, Berlin und Hamburg studiert, unter anderem dann auch bei Fritz Fischer, wo Sie auch promoviert haben, nämlich über die Rolle deutschsprachiger Emigranten von 1933 bis 1945 im Umfeld des damaligen US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt. Sie haben dann weiter habilitiert 1980 über das Thema Aufstieg und Krise der deutschen Atomwirtschaft bei Hans-Ulrich Wehler. Dieses Buch ist dann später nochmal neu veröffentlicht worden, 2013, dann unter dem Titel Aufstieg und Fall der deutschen Atomwirtschaft. Also die Thesen und die Themen, derer Sie sich annehmen, die haben eine Kontinuität und die sind weiterentwickelbar. Und das ist auch eines der Bestandteile Ihres Buches, wo Sie anhand Ihrer Bibliografie eigentlich zu diesem ganz neuen Buch kommen. Sie sind dann ab 81 Professor für Neuere Geschichte an der Universität Bielefeld geworden. Das waren vor allem zwei Themenstränge, die Sie vor allem bearbeitet haben. Auf der einen Seite Umweltgeschichte mit ganz wichtigen Büchern wie Holz, wie ein Naturstoff Geschichte schreibt oder dann noch später die Ära der Ökologie, eine Weltgeschichte. Sie haben sich auch mit der Technikgeschichte beschäftigt. Da habe ich Sie zum ersten Mal wahrgenommen, 1998, Zeitalter der Universität, wo Sie dann auch ganz spannend schreiben und darauf verweisen, wie unmöglich eigentlich 1914 der Erste Weltkrieg noch gedacht wurde. Lucio Brentano, den Sie da erwähnen, der 2-3 Wochen vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges elaboriert nachweist, warum es definitiv nicht zu einem großen Krieg kommen kann. Das war die Ausgangslage 1914 und das sind eben die Brüche der Geschichte, denen Sie nachgespürt haben. Sie sind für uns deshalb auch so spannend, für unsere Reihe konkrete Utopien, weil wir uns selber beschäftigen, was ist das für eine Geschichte, in der wir leben und mit der wir leben, wie wird sie gedacht oder wie wird sie nicht gedacht? Wir sind 2013 haben wir diese Reihe gestartet. Das war auch eine Ära, 4 Jahre her, wo der Begriff Alternativlosigkeit noch sehr prägend war im politischen Diskurs. Und wir haben uns gedacht, Peter Siller und ich, da können wir nicht stehen bleiben. Wir müssen ein bisschen mehr hinterfragen, auch konkrete Utopien, sowohl in der Konkretheit, aber auch in der Utopie, als die Möglichkeit der Alternativen oder in Alternativen zu denken, eine Reihe zu starten, die beides zusammenführt. Also wir fragen nach konkreten Möglichkeiten eines anderen, eines besseren Lebens. Das ist für uns auch normativer politischer Auftrag, den wir in diese Reihe einbringen. Wir wollen aber uns nicht im luftleeren Raum bewegen, sondern es sind schon wissenschaftlich versierte Fantasien, die das Neue in der Politik und im Raum des Politischen auch möglich machen. Wir bringen verschiedene Diskurse zusammen, die nebeneinander liegen, nämlich die gesellschaftspolitischen und die technischen Diskurse. Und eines Ihrer Zitate in Ihrem Buch beschreibt nämlich genau das. Sie wollen von der
Zukunftsforschung als eine Prognostik auch hinführen zu einer Rematerialisierung einer Technikgeschichte, die eigentlich zu sehr in die Diskursgeschichte abgeglitten ist. So, zur heutigen Veranstaltung, ich habe auch irgendwie noch den Flyer irgendwo rumliegen, hier haben wir eingeladen unter der Überschrift Geschichte der Zukunft, wie unsere Gegenwart vorgestern werden sollte. Wir haben uns dann im Laufe unseres E-Mails-Wechsels nochmal verständigt, dass wir ein bisschen anders heute den Titel aufsetzen, nämlich brauchen wir Visionen, was beweist die Geschichte? Und wir stellen uns heute die Fragen, oder vor allem wir haben die Fragen an Sie gestellt und Sie hoffen, dass wir ein bisschen Auskunft darüber bekommen, nämlich warum wir in die Geschichte schauen müssen, um Erwartungen und Hoffnungen auch rausdestillieren zu können. Sie sind weder Optimist noch Pessimist, Sie bezeichnen sich selber als Possibilist, zu fragen, welche Möglichkeiten und Chancen auch in unserer, im politischen Raum, in der Geschichte noch möglich ist. Das Schöne ist, die Geschichte ist eine Geschichte der Überraschungen, der Überrumpelungen. Sie ist ein Zickzack und vielleicht sind wir gerade in einem Zick oder vielleicht auch in einem Zack. Dafür werden Sie uns Auskunft geben. Aber wir freuen uns auf Sie und auf die Frage, gibt es noch Platz für Utopien? Dankeschön, dass Sie gekommen sind, Herr Radke. So. Ja, Herr Knoll, erstmal herzlichen Dank für Ihre Einladung und Ihre einführenden Worte. Diesem Vortrag ist ja ein ganz munterer Mailwechsel zwischen uns hin und her gegangen. In Ihrer ersten Mail erwarteten Sie von mir, dass ich ein Zukunftsszenario, wie die Welt 2099 aussieht, bieten sollte. Da bin ich zurückgezuckt. Da hätte ich ja mein eigenes Buch Lügen gestraft, wo ich die Unvorhersehbarkeit der Zukunft so stark betone. Aber dann kam von Ihnen so reizvolle Mails, da konnte ich nicht widerstehen. Ich möchte Sie alle auch herzlich begrüßen. Ich habe mit dem Thema schon so dies und das erlebt. Ich habe schon für Wochen so ein Exposé meiner heutigen Ausführung verfasst und auch verschiedene Bekannte herumgemailt. Ich habe noch nie so viel in letzter Zeit auf sowas noch nie so viel ausführliche und kritische Resonanzen bekommen. Nicht? Also einer meiner besten Freunde, fünf eng betippte Mailseiten dazu. Also es ist jedenfalls ganz eindeutig, das Thema Utopie, konkrete Utopie, bewegt die Menschen und es bietet eine Menge Diskussionsstoff. Ich hatte zuerst auch so ein bisschen Sorge in Ihrer Reihe konkrete Utopien bei all den Rufen nach utopischen Visionen, den Spielverderber zu spielen. Doch je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr wird mir bewusst, dass ich mit diesem Thema selber noch überhaupt nicht fertig bin. Kein Zweifel, gerade beim Umweltschutz ist das Thema Zukunft essentiell und gerade auch die fernere Zukunft. Übrigens die Frage, ob ich mit Utopien und Visionen in meinem Buch hier nicht zu skeptisch umgegangen bin, ist in den Diskussionen, den vielen Diskussionen über dieses mein Buch, der am häufigsten aufgeworfene Kritikpunkt. Nicht auch die Frage, leben wir nicht von der Hoffnung? Brauchen wir nicht Bilder der Hoffnung, um mit frischem Schwung aktiv zu werden? 1963, als ich mein Studium begann, las ich bei Schelsky in seinem Buch über die Universität, Schelsky war ja der damalige Soziologiepapst, dass alle diejenigen, die lediglich die Reform wollten, ohne Zitat etwas anscheinend Utopisches, Zitat Ende, zu wagen, nicht einmal die Reform erreichten, sondern nur ihre Ohnmacht kaschierten. Da schrieb ich damals einen Rand gut mit drei Ausrufungszeichen. Genau einen solchen Anstoß brauchten ja kommende 68er, auch wenn sie im Grunde Pragmatiker waren. Dem Autor der skeptischen Generation von 1957, Schelsky,
war die deutsche Jugend damals offenbar zu skeptisch geworden. Aber nach 1968 vollzog Chelsky tief erbittert eine totale Kehrtwende. Hatte auch diese Abkehr von dem Utopismus gute Gründe, zeichnet sich eine Utopie nicht in der Regel durch so eine innere also die Frage kommt mir sehr wichtig vor, sollten wir auch diskutieren, zeichnet sich eine Utopie in der Regel nicht durch eine innere Geschlossenheit aus und läuft somit Gefahr, das Denken gegen andere mögliche Zukunftsszenarien abzuschotten, Andersdenkende abzuwehren, die Unsicherheit der Zukunft zu ignorieren. Ohne Zukunft erstarrt das politische Denken. Ja, das ist ein Zitat von Ihnen, aber ist das wirklich logisch? Die Frage möchte ich in den Raum stellen. Kann nicht gerade umgekehrt durch eine monomanische Fixierung auf bestimmte, reizvolle, verführerische Utopien das Denken erstarren? Auf jeden Fall, da stimme ich Ihnen ganz zu, wenn schon Utopien, dann konkrete. Nur solche lassen sich diskutieren, auf ihren Realismus hin prüfen und geben der Politik eine Orientierung. Nicht so Friede mit der Natur, und Klaus-Michael Meyer-Abich ist viel zu allgemein und suggeriert zudem, die Menschheit habe sich bislang mit der Natur stets im Krieg befunden. Das ist ein viel zu einseitiges Bild von der Umweltgeschichte. Erwarten Sie jetzt von mir keine perfekte Systematik. Ich habe in meinem ersten Skript schon so viel hin und her geschmiert. Erwarten Sie nur so eine Reihe von Schlaglichtern, Schneisen, Denkanstößen und so. Es soll ja sich eine Diskussion anschließen. Erster Punkt, Rückblick. Für Lucien Hölscher, meinen früheren Bielefelder Kollegen, das ist so der Pionier der Zukunftsgeschichte in Deutschland. Für Lucian Hölscher war die Zeit bis 1945, vom frühen 19. Jahrhundert bis 1945, so die große Zeit der Utopien, der Zukunftsvisionen. Danach wird es eigentlich für ihn so ein bisschen langweilig. Aber das letzte Kapitel in diesem Teil, die Periode des Höhepunkts 1890 bis 1950, ist eben der Mythos vom tausendjährigen Reich. Nicht? Auch schon diese bloße Tatsache reicht natürlich an zu der Frage, sind Utopien, bewirken sie wirklich etwas so Gutes? Wobei andererseits es durchaus auch zu diskutieren wäre, tausendjähriges Reich, war das nicht auch in der Nazizeit eine bloße Phrase? War Hitler wirklich ein Utopist? Spielt er nicht viel über den knallharten Realisten? Die Welt ist Kampf, Kampf, Kampf und so weiter. Auch das finde ich eine hochinteressante Frage, die ich noch nie so richtig fundiert diskutiert gefunden habe. Aber es ist schon wahr, im früheren 20. Jahrhundert und auch im 19. war man mit Zukunftsvisionen, utopischen Zukunftsvisionen noch hemmungsloser. Also da gibt es viele Beispiele. Ich habe mal so eins mitgebracht, das habe ich als Illustration meines Artikels, einleitenden Artikels in Zeitgeschichte zur Lebensreformbewegung 1900 gebracht. Das ist ein Ausklappbild in dem vierbändigen Werk von Eduard Bilz, dem Handbuch der Naturheilverfahren um 1900. Das Volk im heutigen Staat, alles trübe, trübe, trübe. Das Volk im Zukunftsstaat, alles wunderschön, leicht bekleidet, schwärmt und glücklich. Schwärmt alles in der Natur. Ich kann das auch mal gekommen sind. Nicht? Nur in meinem Bilz war kein reiner Idealist. Bilz hatte ein großes Naturheilsanatorium in Radebeul, dem Ort von Karl May. Er war auch mit Karl May befreundet. Und er wollte damit zweifellos auch für sein Naturheilsanatorium Reklame machen. Nicht?
Also das ist eine ganz interessante Frage. Was soll man von so einer Utopie halten? Lenkt er sich da eigentlich davon ab, dass auch von den großen Gefahren, auch der drohenden Kriegsgefahren, die zu jener Zeit drohten? Oder hat es doch so die Lebensreformbewegung jener Zeit beflügelt? Nicht? Also die ganze Geschichte ist voller Fragen, über die sich noch lange diskutieren ließ. Ich weiß nicht, ob Sie das auch mal diskutiert haben. 1910 ist ein Sammelband erschienen, Die Welt in 100 Jahren, wo sowohl Bertha von Suttner, die Vorsitzende der Deutschen Friedensbewegung, als auch Karl Peters, dieser brutale Kolonialkonquistador, beide drin geschrieben haben. Nicht? Das ist auch mehrmals als Neudruck erschienen, also sehr unterhaltsam. Und das sind auch viele technologisch begründete Zukunftsvisionen. Etwa dort auf Seite 130, in 100 Jahren wird es keine Liebestragödien, keine großen Enttäuschungen mehr geben, da man die Radioaktivität der Seele werde messen können. Ganz egal, wo auf dem Erdball sich die eigene Geliebte aufhält, man wird ständig messen können, wie es in ihrem Innern aussieht. Man kann also auch gar keine großen Enttäuschungen erleben. Nur auch bei diesem Buch stellt sich, wie auch bei anderen Zukunftsutopien, die Frage, wie ernst ist das eigentlich gemeint? Ne? Das sind so drei Punkte, so Rückblick auf Utopiegeschichte vor 1945, aus Hölschers Sicht so die große Zeit, die aber, wie Sie alle wissen, ja übel endete. Dann zweitens wollte ich drei Punkte erwähnen, die meine eigene Skepsis gegenüber Utopien und zu luftigen Visionen begründete. Vor 50 Jahren schrieb ich meine Dissertation über die deutsche USA-Immigration nach 1933. Ich hatte damals, das war ja 68er Zeit, eigentlich erwartet, auch erhofft, lauter so Typen wie Herbert Marcuse und Ernst Bloch zu finden, stellte aber fest, das waren totale Ausnahmen. Es gab immer mehr einen Neokonservatismus unter den Immigranten und es gab eine lange Reihe von ausgesprochen gereizten Zitaten gegen jeglichen Utopismus. Nicht? Deutsche Immigranten haben die realistische Schule der amerikanischen Politikwissenschaft mitbegründet. Man kann da sicherlich auch eine Wirkung dieser traumatischen, für die Immigranten natürlich traumatischen Erfahrung der NS-Machtergreifung erkennen. Zweitens, das ist für mich vielleicht noch wichtiger, ein Zitat aus dem Buch des Theologen Helmut Gollwitzer und Führen, wohin du nichts willst, nicht aus seinen Tagebüchern aus der russischen Kriegsgefangenschaft, ein Buch, was in den 50er Jahren auf allen Geschenktischen lag, wo ich viele, also manche Stellen noch nach über 50 Jahren in Erinnerung habe. Und da bricht es in der Demütigung des Gefangenen-Daseins und des Gefilztwerdens aus ihm heraus in Erinnerung an die großen Visionen der Rechts- wie der Linksintellektuellen, die am Ende dorthin führten. Wer bewahrt die Welt vor dieser Weltgefahr Nummer eins? Den Intellektuellen, die ihre Theorien entwerfen, das Bestehende verlästern, die Massen mit Utopien bezaubern und den Mächtigen die moralischen Hemmungen wegeskamotieren, ohne die Kosten und Kehrseiten zu bedenken, ohne die Kosten am eigenen Leib tragen zu wollen und so weiter und so weiter. Sie konnten nicht genug von links und rechts ihre antibürgerliche Romantik kultivieren, sie priesen die totale Gesellschaft und schreckten mit erstaunten Kinderaugen naiv auf, wenn der entfesselte Felsblock der Macht nicht nur anderen, nicht den Bürgern, sondern auch ihnen selbst auf den Kopf fiel und ihr Leben zerquetschte. Nicht zu jener Zeit geht Gollwitzer davon aus, es gibt eine innerliche Verwandtschaft zwischen Utopie und Totalitarismus. Eine Verwandtschaft, die aber von vielen Intellektuellen naiverweise zunächst nicht erkannt wird. Aber man muss sagen, ich weiß nicht, wie weit Ihnen Helmut Gollwitzer noch im Begriff ist. Ich habe noch
unter anderem bei ihm studiert, damals in Berlin bei ihm ein hochinteressantes Nietzsche-Seminar gemacht. Ich meine, er ist da nicht stehen geblieben. Sowas war nicht sein letztes Wort. Das war eben aus dem Elend der Kriegsgefangenschaft heraus. Später ist er ein guter Freund von Rudi Dutschke geworden. Drittes Beispiel, Ernst Bloch, mit dem ich mich auch viel beschäftigt habe. Vor 40 Jahren auf einer Wanderung mit meiner Frau durch die Peloponnes habe ich alle drei Bände vom Prinzip Hoffnung im Rucksack gehabt, aber war allerdings zunehmend enttäuscht. Weil ich da damals mit der Geschichte der Atomwirtschaft begann, schließe ich auf die Tate. Ich dachte, mein Gott, ist der Mann verrückt geworden. In meinem Buch, wie er bei dem friedlichen Atom ins Schwärmen gerät, späte 50er Jahre, bei keinem anderen Thema eigentlich, wie die Kettenreaktionen auf der Sonne uns Wärme, Licht und Leben bringen, so schafft die Atomenergie in der blauen Atmosphäre des Friedens aus Wüste Frucht und aus Eis Frühling. Einige hundert Pfund Uranium und Thorium würden ausreichen, die Sahara und die Wüste Gobi verschwinden zu lassen, Sibirien und Nordkanada, Grönland und die Antarktis zu Riviera zu verwandeln. Also zugespitzt, Global Warming als Paradiesutopie, aus heutiger Sicht völlig balla-balla, und dass dann eben auch die Meeresspiegel ansteigen würde und eben, so wie Städte wie Marseille oder Venedig und Amsterdam und so, dass die dann daran glauben müssten, das konnte man auch schon damals wissen, aber wenn man so hingerissen war von dieser hier vom Bloch geschilderten Utopie, dann hatte man die Einstellung, ach verdammt, man darf da auch nicht so kleinlich sein. Übrigens, Bloch in seinem ewigen Utopieverlangen hat in den 30er Jahren, als er in die USA emigriert war, sich dort als Tellerwäscher kümmerlich durchschlug, Lenin und Stalin sogar Lichtgestalten der Liebe genannt. Stalin, eine Lichtgestalt der Liebe. Ich meine, auch das natürlich ein Beispiel, wie wenn man einfach sich so gern utopische Vorstellungen macht, visionäre Vorstellungen, dass das auch zu einem totalen einem Illusionismus führen kann. Der inzwischen 90-jährige Philosoph Hermann Lübbe, mit dem ich von Zeit zu Zeit eine Waldwanderung mache, der ist noch unglaublich fit, kommenden Freitag machen wir wieder eine, der auch Bloch gut kannte, aber nicht sehr erfreulich kannte, sagte nicht zuletzt im Blick auf Bloch zu mir, Träume vom Paradies führen in die Hölle. Auch Bloch wurde übrigens im Alter ein Freund Rudi Dutschkes, konnte diesem jedoch zu seiner Enttäuschung keine konkreten Utopien entlocken, auch wenn bei Dutschke gelegentlich so etwas wie eine Sehnsucht nach dem Paradies durchbrach. Ich muss mal gestehen, manchmal überkam auch mich selber eine Sehnsucht nach konkreten Utopien und deren Offenlegung in solchen Fällen, wo man sie nur insgeheim hegte. Zum Beispiel 1968 ist es gar nicht so leicht herauszubekommen, was waren eigentlich die Zukunftsvisionen der 68er. Es gibt so ein ganzes im Kurzbuch, 1968, Enzensbergers Kurzbuch, ist eine lange Diskussion wiedergegeben, die Enzensberger geführt hat mit Dutschke, Rabehl und Semmler, und wo Enzensberger immer wieder sich bemüht, aus diesen führenden 68ern ihre Zukunftsvision herauszukitzeln, aber es gelingt nicht so recht. Nur bei Semmler platzt es nun mal raus, ganz West-Berlin müsste in Kommunen aufgelöst werden, so Kommunen, die um die jeweiligen Fabriken, wo die Proletarier beschäftigt wären, angesiedelt wären. Naja, und so die Älteren und all die,
die das nicht mitmachen können, die sollte man halt zur Auswanderung aus West-Berlin veranlassen. Also nicht natürlich völlig absurd. Ich hatte mal darüber ein ganz interessantes Gespräch, als ich von einer Japan-Reise zurückkam, mit Helmut Weidner, der sich seit 40 Jahren mit der Geschichte der japanischen Umweltbewegung befasst, auch im Vergleich zur deutschen. Und er sagte, dass die deutsche Umweltbewegung viel erfolgreicher, gerade auch die Anti-AKW-Bewegung, viel erfolgreicher gewesen geworden wäre als die japanische, wäre vor allem den pragmatischen 68ern zu verdanken, im Gegensatz zu den, japanischen Gesinnungsgenossen, die aber in der Regel knallharte Maoisten blieben. Nicht? Also es könnte auch das zu entdecken sein, dass, was ich auch aus eigener Erfahrung sage, dass viele 68er im Grunde pragmatisch waren. Ich meine, objektiv gesehen war die Bundesrepublik ja in überhaupt keiner revolutionären Situation, aber es war nicht schick, in der 68er-Szene sowas offen zu sagen. Ich meine, der auch von Dutschko proklamierte lange Marsch durch die Institutionen war ja im Grunde eine Parodie auf den langen Marsch von Mao Zedong. Der lange Marsch durch die Institutionen, konkret erstmal sehen, dass man eine Lehrerstelle kriegt und so. Das hat ja mit Mao nichts mehr zu tun. Nur, mir hat mal Gisela Diewald, die viel über 68 forschte, gemeint, das Thema Zukunftsvision sei vielfach tabu gewesen, denn wenn damit das offengelegt hätten, wäre die Bewegung schon frühzeitig gespaltet. Zweiter Punkt, Multikulti, da bin ich auch, was zum Teil ja auch Zukunftsvision war, da habe ich auch ein eigenes Unterkapitel gewidmet. Also auch hier wäre es schon seit Jahrzehnten wichtig gewesen, konkret zu werden, auf der Basis bisheriger Erfahrungen mit Zuwanderern aus verschiedenen Weltregionen und realistischer Annahmen über deren künftige Entwicklung. Nur konkrete Zukunftsszenarien hätten Anhaltspunkte für eine überlegte Regulierung der Zuwanderung gegeben. Ich habe immer wieder in der Literatur danach gesucht, ich habe mich schon vor 30 Jahren mit dem Thema beschäftigt, war immer wieder irritiert, wie wenig es da doch gab. Und dritter Punkt, ganz interessanter Punkt, Hans Jonas, der Autor des Buches, das im Prinzip Verantwortung 1979, was zeitweise auch so eine Art Öko-Bibel wurde, in der Ökoszene, USA-Emigrant wie Ernst Bloch, und sein Prinzip Verantwortung ist auch als Gegenopus zu Blochs Prinzip Hoffnung konzipiert. Aber wider Willen lässt Hans Jonas auch Gefahren des Anti-Utopismus erkennen, wenn er vorschnell die Solarenergie unter Utopieverdacht stellt, stattdessen die Kernfusion für ein realistisches Zukunftsprojekt hält. Da war offenbar nicht mehr so recht auf dem Laufen. Nicht seit 1955 ist immer wieder die Fusionsenergie als leuchtende Zukunft in 20 Jahren verheißen war wollen. Aber wenn die 20 Jahre rum waren, waren es wieder 20 Jahre. Das habe ich in meiner Geschichte der Atomwirtschaft dargestellt. Herr Knoll, wie Sie mir mitteilten, war ja Ihr erster Ausgangspunkt neue Techniken. Und Sie finden es bedeutsam, dass die aktuellen Utopieentwürfe aus Silicon Valley stammen, nicht? Dem Mekka der amerikanischen Computerfreaks. Mich, alten Technikhistoriker, stimmt genau das eher skeptisch. Der Begriff neue Technologien, alte Techniker sagen immer, was soll Technologien? Techniken, aber nicht Technologien. Der Begriff neue Technologien suggeriert, und zwar meiner Ansicht zu Unrecht, dass diese Techniken ihre eigene Entwicklungslogik besäßen. Gerade die Digitalisierung inspiriert seit Jahren konkrete Utopien, doch auch Horrorvisionen. Ich habe dem ein ganzes Kapitel gewidmet. Die Digitalisierung ist in ihren Anforderungen und potenziellen Wirkungen
eben unvergleichlich vieldeutiger als die alte Dampfmaschine. Schon bis hier hat gerade die Computerentwicklung die unglaublichen Überraschungen beschert. Bis Ende der, das hat auch mal ein Student von mir genauer untersucht, ein Computerfreak, bis Ende der 60er Jahre war allgemeine Annahme, Computer würden immer größer, immer riesenhafter, immer teurer. Nur noch Großunternehmen, große Staaten können sich leisten. Die kommunale Neuordnung 1970 wurde zum Teil damit begründet, nur noch solche Superstädte können sich neue Computer leisten. Also nicht die leiseste Ahnung, dass heute jedes Kind sein Smartphone in der Tasche hat, ein Smartphone, was mehr leistet als diese gigantischen und natürlich furchtbar teuren Computer der 60er Jahre. Eine interessante Frage möchte ich noch kurz ansprechen. Ich habe, glaube ich, viel zu viel Text. Ich glaube, danach mache ich erstmal Schluss, sonst kommen wir nicht zur Diskussion. Braucht die Energiewende eine konkrete Utopie oder ist eine solche Utopie im Gegenteil geradezu hinderlich? Ende 2016 habe ich mal im Harburger Elbcampus gesprochen, Thesen zur Energiewende vor etwa 100 Handwerkern und Technikern, die irgendwie im Bereich der erneuerbaren Energien, Wärmedämmung und tätig waren und auch die Frage in den Raum gestellt, es wird manchmal kritisiert, es hätte für die Energiewende von Anfang an einen großen Plan, großen, sehr konkreten Plan geben müssen. Da wurde aber von allen Seiten wurde mir aber zugerufen, bloß kein Masterplan. Dazu seien die Erneuerbaren noch viel zu sehr in der Entwicklung. Ein hochinteressanter Fall ist Hermann Scheer, der gerne Sonnenkönig tituliert wurde. Ist Christiane Grefe eigentlich hier? Nein. Weil sie Hermann Scheer sehr gut kannte und ich hatte mit ihr auch gerade in letzter Zeit noch eine etwas kontroverse Mailerei über Scheer. Hermann Scheer wurde gerne Sonnenkönig tituliert und er besaß von seinem, ich habe mehrmals live erlebt, auch von der Nähe, er besaß auch etwas Visionäres. Und eigentlich hätte er am liebsten Utopien gehabt, so nach Tschernobyl 1986, hat er vorübergehend so die SPD und sogar den sonst so spöttischen Spiegel für den solaren Wasserstoff, also mit Solarenergie abgespaltenen Wasserstoff begeistert, der als Patentlösung erschien und das Treibstoffproblem der erneuerbaren Energien zu lösen, aber dann wurde es immer stiller um den solaren Wasserstoff. Und insgesamt habe ich den Eindruck gewonnen, und das ist auch von Bekannten von ihm bestätigt worden, dass er dann, obwohl er eigentlich von seinem Typ her ein Visionär war, dann doch immer zurückhaltender wurde gegenüber so sehr konkreten Zukunftsvisionen wie die Welt der erneuerbaren Energien auszusehen hätte. Er ist im Jahr vor Fukushima gestorben, hat also diesen starken neuen Impuls zur Energiewende, der auch seinem visionären Zug sicherlich einen neuen Schwung gegeben hätte, nicht mehr erlebt. Sagen Sie, soll ich jetzt erstmal Schluss machen? Ja, eben, denn sonst wird es ja ach, Ihr Thema, es hat so viele reizvolle Seiten, aber wollen wir es jetzt nicht mal zusammensetzen? Ne? Smartphone raus, weil ich keine Uhr habe, das mir so als Uhr eben auch dient. Es ist 20 vor 7, wir haben jetzt noch 50 Minuten Zeit für die.
Genau. Wir haben jetzt noch 50 Minuten Zeit für eine Diskussion. Ich stelle erstmal ein paar Fragen, komme dann in die Diskussion und dann öffne ich sie auch für Sie im Publikum. Sie können also jetzt schon Ihre Fragen vorbereiten, sich dann auch melden und ich nehme Sie dann auch zügig dran. Erstmal ein herzliches Dankeschön, Herr Radkau. Ich glaube, keiner unserer bisherigen Referentinnen und Referenten hat so sehr diesen Titel Konkrete Utopien aufgenommen wie Sie. Ja, sonst haben sich viele dran vorbeigemogelt, drumherum gemogelt, wie uns auch oft, fällt mir auf, Peter. Aber dass Sie genau jetzt dieses Spannungsfeld, in dem wir uns auch immer befunden haben, zwischen einer auch politisch postulierten Alternativlosigkeit, ich habe am Anfang davon gesprochen, also wie auch politisch die Euro-Rettung, der Ausstieg aus dem Atom etc. politisch begründet wurde, nämlich als alternativlos, als der eine Flügel und auf der anderen Seite, wenn es dann nicht zu einer radikalen anderen Gegenentwurf kam, dann war das auch nicht gut. Also aber diese Verortung im Konkreten, das Sie jetzt auch ganz stark gemacht haben, das war so als Bindeglied für uns oft fehlend. Vielleicht können wir nachher noch mal darüber auch zum Thema Digitalisierung dann auch sprechen, wo es eine ganz, ganz konkrete Konkretisierung gibt. Was mich aber vorher noch mal interessieren würde, ich bin selber auch Historiker und natürlich habe ich auch Geschichte studiert, um aus ihr zu lernen. Ja? Und ich frage mich trotzdem, was lernen wir eigentlich aus der Geschichte? Ja? Außer, dass alles anders kommt, wie man eigentlich vorhergesagt hat, wie man sich's wünscht, dass sich im Zickzack der Geschichte man sich oft im Zack befindet oder auch im Zick und man weiß es gar nicht. Und dann auch, wie man mit Störungen umgeht, die man selber fühlt und ahnt. Und Sie haben selber, glaube ich, in dem Buch erwähnt, wie Sie mit Kernenergie zumindest so ein Schlupfloch oder zumindest die Tür nicht ganz zugeschlagen haben, sondern auch noch gedacht haben, vielleicht gibt es doch die Möglichkeit, sie sinnvoll, klug und gut zu nutzen. Ich glaube, es ist ein... Ja, Sie haben ja gehört, die Erstfassung meiner Geschichte der Kernenergie lautete Aufstieg und Krise der Kernenergie. Das ist 1983 bei Rowohlt erschienen, zu einer Zeit, wo es sehr offen war, ob die Kernenergie nicht doch eine Zukunft haben würde und die Anti-AKW-Bewegung zunächst erstmal abgeflaut war. Nicht? Es war für mich also das für einen Historiker äußerst ungewöhnliche Unterfangen, eine Geschichte mit offenem Ausgang zu schreiben. Ich meine, all die vielen, die über das Deutsche Kaiserreich oder über die Nazizeit schreiben, die haben es ja ganz einfach, da wissen wir, wie es ausgegangen ist. Man kann von vornherein die ganze Darstellung daraufhin zu stylen. Aber das war hier eben eine Story mit völlig offenem Ausgang. Und erst jetzt in der Neuausgabe konnte ich eben das Buch betiteln, Aufstieg und Fall der deutschen Atomwirtschaft. Und was habe ich da, wie habe ich damals auf diese Offenheit reagiert, indem ich die Geschichte der Kerntechnik auch nach allen möglichen innerkerntechnischen Alternativen abgesucht habe. Ich habe mich sehr intensiv, es gab also ursprünglich eine breite Palette theoretisch sehr unterschiedlicher Reaktortypen, von denen manche theoretisch auch gewichtige Vorteile hatten. Also nicht dieses immense Restrisiko, unter Umständen auch nicht diese unendliche Wiederaufarbeitungsproblematik. Damals, als ja die einzige reale Alternative zu Kernenergie die Kohle war, die zu jener Zeit aber unter Klimabeschuss geriet, habe ich es für den Hauptfehler der Kernenergieentwicklung gehalten, diese Alternativen nicht ernsthaft verfolgt zu haben. Ob das nun eine wirklich durchdachte Position war, ist mir heute zweifelhaft. Also Klaus Traube, mit dem ich, der damals mein Buch im Spiegel rezensiert hatte, mit dem ich später eine Dutzfreundschaft hatte, Klaus Traube, das ist ja auch so eine farbige Gestalt, zunächst technischer Leiter des Brüterbaus in Kalkar,
Dann kam heraus, dass er eine gemeinsame Freundin mit einem Raffmann hatte, das, was man als Leiter des Brüderbaus nicht haben sollte. Die beiden haben sogar auf der gleichen Matratze mit dieser Freundin geschlafen, nur dass Mayerhofer hatte Wanzen anbringen lassen. Ich selber habe es mir nicht nehmen lassen, als ich Klaus Traube mal zu Hause besuchte, auch mal eine Nacht auf dieser historischen Matratze schlafen zu dürfen. Aber Klaus Traube, also seine Spiegelrezension, das war Anfang 1964, enthält auch, an sich sehr nett, aber enthält auch manche Kritik, vor allem, dass ich einfach die Entscheidungsfähigkeit der Politik weit überschätze. Sogar Experten sind weit überfordert, unter dieser verwirrenden Vielzahl von Reaktortypen wirklich die Besten herauszufinden. Und die Politiker sind schon gar völlig überfordert. Also ob meine damalige Art aus der Geschichte zu lernen wirklich richtig war, bin ich inzwischen im Zweifel. Ich meine, an meinem Buch ist manchmal kritisiert worden, ich hätte schadenfroh immer nur eine Fehlprognosen, wenn mich nur in Fehlprognosen ergangen, an denen ich dann mein Vergnügen gehabt hätte und hätte zutreffende Prognosen ausgelassen. Aber die Leute haben nicht bis zu Ende gelesen, Kapitel 12, wo ich auf Umweltprognosen komme. Da habe ich festgestellt, da wo auch Naturgesetze hineinspielen, sind fundierte Prognosen durchaus möglich. Ne? Und vielleicht darf ich weiterführen. In einer Stelle schreiben Sie auch in der Einleitung, der Historiker soll die Menschen vergangener Zeiten verstehen, aber wo deren Handeln keine bloße Alltagsroutine und nicht lediglich reaktiv ist, muss man zum Verständnis damalige Zukunftserwartungen rekonstruieren. Und diese können sich himmelweit vom tatsächlichen Fortgang der Geschichte unterscheiden. Sie gehen dann ein über die Stimmungslage zu Beginn der Weimarer Republik und zu Beginn der Bundesrepublik Deutschland. Und es ist gerade andersrum, wie man sich es eigentlich denkt. Ja? 20er Jahre großer Optimismus, große Zukunftserwartung, Zukunftshoffnung, die wir dann wissen, bitter enttäuscht wurde, im Gegensatz dann aber zur Bundesrepublik, bundesrepublikanischen Geschichte, in der wir in großen Aufbruchstimmungen, eine Überwindung Nazi-Terrors reinprojizieren und mit einem großen Zukunftsoptimismus, das genau aber eine pessimistische Grundhaltung ist. Also Ihr Blick in die Vergangenheit, oder es ist ein Blick von Ihnen in die Vergangenheit, die Erwartungen an der Vergangenheit und in die Vergangenheit. Aber was können wir dann trotzdem über das Morgen sagen, basierend auf den Hoffnungen von heute? Oder können wir eigentlich schon heute was über das Morgen oder das Heute sogar schon sagen? Also was Sie zuerst sagten, ist ganz richtig. Also mir einen entscheidenden Anstoß zu meinem Buch bekam ich durch einen Vortrag von Ulrich Wettengel, der über Zukunftserwartungen des Parlamentarischen Rates geforscht hat, der 1948-49 das Grundgesetz ausarbeitete. Nicht? Und ich war frappiert, wie im Parlamentarischen Rat ein allgemein tiefer Pessimismus herrschte. Auch große Sorge, dass man jetzt bei der Mitarbeit bei der Verfassung von unverbesserlichen Nazis dann als Kollaborateure mit den Siegermächten verfolgt werden würde und wie Erzberger und Rath dann nach dem Ersten Weltkrieg dann Attentaten ausgesetzt war. Nee? Das war, ich habe mich damals gerade mit meiner, war damals gerade an meiner Biografie von Theodor Heuss, aber Theodor Heuss mit seiner Zuversicht war die große Ausnahme im Parlamentarischen Rat. Ja, aber nun immer die Gretchenfrage, was können wir daraus lernen? Ich denke, erstens
dass wir unsere gegenwärtige Wirklichkeit scharf und aufmerksam beobachten, gerade auch in ihrer Vielfalt und in der Vielfalt ihrer Potenziale. In unserer Gegenwart nicht nur die Fakten zu sehen, sondern auch die Potenziale. Und ich finde, alle Zukunftsvisionen, alle Zukunftsutopien, die von einer solchen scharfen Beobachtung der Gegenwart ablenken, die etwa dazu führen, die Gegenwart überhaupt nicht mehr wichtig zu nehmen. Die Gegenwart ist ja langweilig, nur die Vision ist interessant, halte ich für absolut falsch. Das wäre sicherlich eine Folgerung, die ich ziehen würde. Eine andere wäre, dass man, ich meine, wir brauchen Zukunftsentwürfe, aber in vielen Fällen ist es realistisch, verschiedene mögliche Szenarien zu entwerfen. Da bin ich übrigens beeinflusst von meinem alten Freund Reinhard Überhorst, der 1979-80 die Bundestagsenquetekommission für künftige Kernenergiepolitik leitete und sie auch anleitete, solche verschiedenen Szenarien für die energetische Zukunft zu entwerfen. Er hat mir allerdings zu meinem Buch eine Masse unzufriedener Mails geschickt. Also die Zukunftsgeschichte ist ein heißes Thema. Also es ist schwer, es allen Leuten recht zu machen. Sie haben selber während Ihres Vortrages auch hier Hermann Lübbe erwähnt. Sie haben auch Gollwitz erwähnt. Ich selber bin auch Historiker. Ich habe meine Magister- und Diplomarbeit über zwei französische Intellektuelle der Zwischenkriegszeit geschrieben, Romain Rolland und Alphonse de Chateaubriand. Ja, darüber können wir uns nachher unterhalten. Aber was die Arbeit über diese beiden Schriftsteller mir schon gelehrt hat, ist eine große, große Skepsis gegenüber Intellektuellen. Ja? Und das Zitat, das ich selber von Hermann Lübbe... Auch bei Romain, ne? Ja, auch. Wenn ich zu dem Zitat zurückkomme, das Sie von Hermann Lübbe erwähnt haben, Träume vom Paradies führen in die Hölle, ja, die Frage ist dann trotzdem auch, wohin führen aber die Träume von gar nichts, ja? Also in diese auch, was wir im Moment auch erleben, an inhaltlicher Politik, ja, an visionsfreier Politik auch und den Würfen, was ist da der Unterschied und wie sollen wir umgehen, politisch, gesellschaftlich mit dieser inhaltlichen Welt? Sie schreiben, ich habe es vorhin auch erwähnt, Sie bezeichnen sich selber als Possibilist. Ja? Was ist da der Unterschied zum Fatalist? Ja? Geht es darum zu gestalten oder eigentlich nur noch zum Erdulden? Nein, Possibilist heißt, mehreres für möglich zu halten. Nicht? Und gerade wenn man mehreres möglich hält und auch manches unerfreulich für möglich hält, ist man dazu angespornt, etwas was zu tun, dazu zu beizutragen, dass sich die aus meiner Sicht erfreulichere Alternative durchsetzt. Ne? Und übrigens, ich weiß nicht, ob sich in Ihrem Gesprächsgeist jemals mit dem Unterschied Utopie-Vision beschäftigt haben. Ich habe ja meinem Vortrag eigenmächtig den Titel gegeben, brauchen wir Visionen, was beweist die Geschichte? Nicht? Also ich selber, mir ist der Begriff Vision sympathischer als Utopie. In Utopie steckt ja eigentlich das Nirgendwo. Ist ganz weit weg. Dagegen Vision. In der Vision ist auch der Visionär, nicht der hoffende Visionär mitgedacht, der womöglich auch etwas tun will. Ich weiß nicht, in der Praxis verschwimmen manchmal beide Begriffe, Utopie und Vision, aber es ist auch. Es ist auch ganz interessant, dieses Begriffsproblem mal anzusprechen, meine ich. Ich stelle jetzt noch eine Frage und würde dann auch die Möglichkeit geben, Ihnen Fragen zu stellen. Wir haben uns in dieser Reihe ganz häufig und ganz viel mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Also angefangen 2013 für einen Vortrag über 3D-Drucker, über einen Vortrag über die analoge Revolution, wir haben uns über Singularity unterhalten und so weiter und so fort. Was
uns fasziniert, was mich fasziniert an Digitalisierung, ist diese permanente, schleichende Veränderung, die wir intellektuell gar nicht zu greifen bekommen, aber die wir tagtäglich durch Nutzung vorantreiben. Ja? Und die Frage ist schon, wie kommen wir in eine, und das ist vielleicht hängt das jetzt nochmal an die Frage dran, die ich gerade gestellt habe, wo erdulden wir oder wo nehmen wir Veränderungen eigentlich hin, ohne nochmal reinzukommen, in die Speichen der Geschichte zu greifen, ja, zu verändern? Oder wo werden wir nicht selbstständig verändert, ohne dass wir in den Modus kommen, darüber zu reflektieren, was uns und wie uns diese Dinge eigentlich verändern? Also, natürlich können Sie zum Thema Digitalisierung, die ist ja ständig im Fließen. Alle Tage gibt es neue Nachrichten darüber, von mir nichts Definitives erwarten. Mein alter Freund Thomas Gorsbot, Dozent an der Bildungsstätte der IG Metall in Bad Orb, der hat mir auch diese fünf Seiten lange Mail geschickt und hat also ständig dieses Buch mit Leidenschaft verfolgt. Und der hat mich auch schon seit Jahren mit Material zum Thema Digitalisierung, zum Teil auch aus gewerkschaftlichen Beständen, überschüttet. Aber es ist eben zum Teil vollkommen widersprüchlich. Nicht? Es gibt Massen von Material, die erwartende Digitalisierung, einzigartige Chance zur Selbstbestimmung der Arbeit. Andere Digitalisierung droht die totale Kontrolle der Arbeit. Die Dritten sagen Digitalisierung, Industrie 4.0, Arbeit 4.0, das sind eh nur so wichtigtuerische Begriffsblasen, mit denen Fördermittel eingeworben werden. Mir selbst wird es gerade in letzter Zeit besonders unbehaglich, wenn ich die Gefahr sehe, wie dadurch, dass immer mehr über Amazon und sonst wo bestellt wird, dass da Geschäfte zu veröden beginnen. Das ist in Kleinstädten schon spürbarer als in den Zentren von Großstädten. Nicht? Und gerade auch meine geliebten Buchhandlungen, nicht? Ich bin ein alter Bücherwurm, dass die unter Umständen durch die Digitalisierung ganz stark schrumpfen könnten. Stellen Sie sich vor zwei Wochen die Buchhandlung in der Bielefelder Universität, mitten an der Universität, hat dicht gemacht. Unglaublich. Also da wird es mir doch wirklich recht schwummerig, auch die drohende Verödung vieler Innenstädte, wenn es immer weniger Geschäfte gibt. Und ich meine, auch damit bricht ja auch alle mögliche andere Kommunikation zusammen. Dann machen Kneipen zu, dann ist einfach Kommunikationsräume geschaffen. Ich habe hier in meinem Buch, das Seite 476 folgende, diese Kontraste besonders deutlich gemacht. 2011 publizierte der Klimaaktivist Daniel Böse ein Buch, das ist mir sogar von einer Zeitredakteurin warm ans Herz gelegt worden damals, mit dem Untertitel wie die Generation Facebook den Planeten rettet. Wie die Generation Facebook den Planeten rettet. Nicht? Und sogar von Harald Welzer hoch gelobt worden. Das ist wirklich ein Buch, wo man noch so einen utopistischen Schwung findet. Aber im gleichen Jahr erschien das weit umfangreichere und mit einer Fülle von Fakten gefütterte Buch des erfahrenen Medienmannes Sascha Adamek, die Facebook-Falle, wie das soziale Netzwerk unser Leben verkauft. Und da stellt er es so dar, dass gerade eine Welt ohne Facebook, ein Leben ohne Facebook, so einen Hauch von Paradiesutopie bekommt. Zitat: Alles deutet darauf hin, dass wer Facebook abschaltet, die Chance hat, intensiver zu leben, zu lieben und realen Freundschaften einen größeren Stellenwert einzuräumen. Und so von manchen Erfahrungen so in meinem Umfeld
denke ich, der Mann ist gar nicht so dumm. Ich gehe mit einer Freundin durch den Wald spazieren, dann irgendwie ihr Facebook oder was klingelt und sie führt leidenschaftliche Liebesmails mit irgendjemand anderen, aber hinterher kommt raus, sie hat ihn noch niemals persönlich gesehen. Da wird es etwas seltsam, finde ich. Neue Form der Liebe. Ich würde jetzt öffnen. Genau, da hinten ist gleich die erste Meldung, dann die zweite. Okay. Mein Name ist Günther Tauer von der Firma TBS. Ich habe eine kleine Anmerkung zu machen. Sie hatten, Hartgau, dieses Heft hier rumkursieren lassen mit dem Maler Binz, der Vision Blitz oder Blinz. Blinz. In einem kleinen Text nebenbei stand, in dem Randtext stand drin, die Vision wäre, das ist jetzt mehr oder weniger über 100 Jahre jetzt her, dass die Menschen nur noch 3 Stunden arbeiten. Die Gewerkschaft hat mittlerweile eine 28-Stunden-Woche. Das heißt, so weit sind wir davon gar nicht entfernt, von der Vision. Aber das nur am Rande. Das zweite, die andere Frage ist, wie definieren Sie Gegenwart? Und die zweite Sache ist, hat Traube nicht recht gehabt, als er Ihnen gesagt hat, dass die Politiker gar nicht überblicken, was auf sie zukommt? Also ich erinnere nur an Angela Neuland, die sich also da die Blöße gegeben hat auf der CeBIT, Angela Merkel, die gar nicht wusste, was sozusagen im digitalen Bereich ist. Und bei den Gewerkschaften habe ich das selber auch festgestellt. Da wird dann einem gesagt, wenn ich sage, die Digitalisierung, wie sie heute einsetzt, hat einen ganz anderen Schwung als die industrielle Revolution. Und dann wird da von der Gewerkschaft argumentiert, ja, die Einführung des PCs hat ja auch nicht dazu geführt, dass die Leute arbeitslos geworden sind. Also ich habe immer mehr den Eindruck, dass die Informationsfülle, die wir derzeitig auf den Tisch kommen, von dem Reissack in China, der umfällt, der auch im Spiegel steht. Früher stand er nicht im Spiegel drin online. Der überflutet die Leute und das heißt, gerade die Entscheider, die Politiker, wissen gar nicht mehr, was sie eigentlich noch unterschreiben. Also darum brauchen wir meiner Ansicht nach, was Sie ja auch ein bisschen angedeutet haben, brauchen wir Prognosen. Ich weiß nicht, wie die dazu stehen. Das Letzte eben nochmal, was verstehen Sie unter Gegenwart? Die nächsten 10 Jahre, 15, 20? Oder bis 2100? Zu meiner Schande muss ich gestehen, auf diese Frage bin ich nicht vorbereitet. Aber Gegenwart, also darüber müsste ich echt nochmal nachdenken. Also ein Historiker denkt normalerweise nur über die Vergangenheit nach. Ich meine, die Gegenwart im strengen Sinne, die flutscht uns ja ständig weg. Nicht? Von allen Therapeuten bekommt man ja gesagt, wir müssen mehr im Augenblick leben. Aber der Augenblick schwupp ist schon wieder weg. Über Gegenwart substanziell zu reden, hat sicherlich nur dann einen Sinn, wenn man sie schon zumindest in mehreren Jahren fasst. Zumindest, ja, entscheidend ist vielleicht die Gegenwart der Jahre, wo die Grundbedingungen unserer Welt sich nicht wesentlich verändert haben, keinen radikalen Bruch erfahren haben. Über solche Gegenwarten kann man reden, kann man Thesen aufstellen. Ne? Aber ich finde es da ganz schön vertrackte Frage. Ich habe jetzt zwei Meldungen. Ich glaube, Sie haben sich als erstes gemeldet und dann dort hinten in der vorletzten Reihe. Peter Wilhelm, mein Name. Ich gebe unter anderem auch als Politikwissenschaftler Seminare zum Thema die Dimension des Symbolischen in der Politik und im Alltag und komme von der Seite her ein bisschen symboltheoretisch und wollte Sie fragen, was Sie von diesem Wort halten als Alternative zu den sehr großen, mächtigen Worten Utopie, Vision, das in den letzten Jahren sehr in Mode gekommen ist, nämlich das Wort des Narrativs. Ich selber plädiere sehr dafür, weil ich es bescheidener, abgespeckter einerseits finde, andererseits aber in darin praktisch etwa eine Kategorie habe, die sowohl die inhaltliche Anschlussfähigkeit an Argumente erlaubt und gleichzeitig den wichtigen Punkt der Sinnstiftung bei Zielsetzungen
mit beinhaltet. Narrativ. Da will ich aber zugleich betonen, über vieles, viele Geschichten gibt es nicht ein einziges Narrativ. Also als ich an meine Ära der Ökologie konzipierte und jahrelang vor mir herschob, kam mir plötzlich die Erleuchtung, ich darf mich gar nicht auf ein Narrativ der Geschichte der Ökologiebewegung festlegen. Ich muss mehrere mögliche Narrative nebeneinander stellen. Das hat dann die Struktur meiner Ära der Ideologie bestimmt. Wie weit aber Narrativ nun überhaupt vergleichbar ist mit Utopie und Vision, so ganz sehe ich das nicht. Ich hatte eigentlich... Also Ihr Thema hat mich so gepackt, ich habe viel zu viel mehr ins Exposé geschrieben. Ich hatte eigentlich vorgehabt, am Schluss noch ein Plädoyer zu bringen, den Utopismus, statt Utopismus doch wieder mal den alten Idealismus zu Ehren zu bringen. Und hat das auch so ausgeführt, meine neueste Historikerleidenschaft ist eine Biografie der mal wieder von Meisenburg, 19. Jahrhundert, die damals sehr berühmt wurde durch Memoiren einer Idealistin, die eine gewaltige Resonanz hatte. Und der Begriff Idealismus ist anscheinend vor allem durch die Nazizeit so etwas anrüchig geworden, aber ich meine, es lohnt sich schon darüber nachzudenken, ob Begriff ist, der es verdient, zum Leben zu erweckt zu werden. Denn anders als zum Unterschied zur Utopie ist das Ideal etwas, was man auch in sich selber schon trägt, was man sich manchmal auch in sich selber, in seinem besseren Selbst entdecken kann. Nicht? Und abgesehen davon, dass der Idealismus auch sehr viel mehr Lust imstande ist, Lust und Leidenschaft an sich zu fesseln, den Menschen auch Lebenshilfe in Situationen der Verzweiflung, der Frustration zu bieten. Aber das war jetzt so ein Schlenker, den ich mal einfügen wollte, weil ich dazu nicht mehr kommen werde. Vielleicht darf ich an Ole Meinefeld verweisen mit der Frage des Narrativs, weil ihr von der Böll-Stiftung daran arbeitet, nicht wahr? Aber genau, erste Reihe. Jetzt die vorletzte Reihe, Mitte. Ja, herzlichen Dank, Gregor Hagedorn, Museum für Naturkunde. Ich finde, Sie haben ja ganz wunderbar diese Ambivalenz von Vision, Utopie, der Frage, wie viel Utopie hat man wann, wie viel haben wir heute, wie viel Mut zur Utopie haben Sie dargestellt. Mich selbst beschäftigt ein bisschen das Thema, und ich frage die Frage an Sie, ist dann, ob das neu ist oder ob Sie daraus aus der Geschichte reflektieren können, dass der Zeitachse von Utopien. Also ist Utopie nicht nur ein Nirgendwo, sondern auch immer ein Irgendwann? Ich beobachte halt, dass wir heutzutage sehr stark durch die Erkenntnis unserer planetaren Grenzen einerseits, zum Beispiel was Klimawandel angeht, da kann man sehr vieles ausrechnen, was man in welchen Zeitablaufen erreichen müsste. Also das Pariser Klimaziel ist nicht nur irgendein Klimaziel, das man irgendwann erreichen muss, sondern es ist einfach naturwissenschaftlich daran gekoppelt, dass man es in einer bestimmten Zeit mit einer bestimmten Reduktion, nämlich ungefähr in 20 Jahren auf null erreichen müsste. Ja? Andererseits zum Beispiel auch durch die Globalisierung haben wir ähnliche Zeitdrängungen und Zeitabhängigkeiten unserer Visionen. Wir sind nicht völlig unabhängig in unserer Technikverarbeitung, sondern wir werden dort global von der Technik einfach auch in Zeiträume hineingenommen, in denen andere uns die Zeiten vorgeben. Also ob das die Natur ist mit planetaren Grenzen, ob das andere Technikspieler sind. Und ich frage mich jetzt aus Ihrer Geschichtsbetrachtung, waren Utopien früher immer irgendwann sollte es so werden oder war das irgendwann ab sofort soll es die Revolution geben, möglichst morgen? Oder gab es solche Utopien, wo man sagte, also wir müssen jetzt innerhalb von 5 Jahren das erreichen, in 10 Jahren das, in 20 Jahren das, so kontrollierte Pfad-Utopien oder Visionen,
wo man tatsächlich auch damals hätte schon ein schrittweises Controlling machen können und das beobachten können. Wie ist die Zeitschiene mit den Utopien oder Visionen verheiratet, wenn Sie das geschichtlich betrachten? Dankeschön. Ja, die klassische Utopie par excellence ist ja Utopia von Thomas Morus, nicht? Also frühes 16. Jahrhundert, nicht? Der Mann, der dann auf Befehl von Heinrich dem 8., aber nicht wegen Utopia, hingerichtet wurde. Aber das war sicherlich ein Zukunftsentwurf, der mit der damaligen gegenwärtigen Realität nichts zu tun hatte. Nicht? Und dann die zweite berühmte Utopie, für die aber Ähnliches gilt, ist der Sonnenstaat von Campanella. Und da gibt es von Francis Bacon Neuer Atlantis. Naja, der wird schon etwas konkreter, nicht? Blick auf mögliche Realitäten. Sie haben natürlich ganz recht, der Klimawandel ist heute einer der allerstärksten Antriebe, geradezu Zwänge, und sehr viel auch konkrete Bilder einer möglichen Zukunft zu machen. Nicht? Aber ich habe Ihnen ja erzählt von meinem Vortrag in Harburg im Elbcampus, sogar für die deutsche Energiewende lässt sich offenbar nicht von vornherein ein sehr konkretes Zukunftsszenario machen, auf das man sich da wirklich auch verlassen kann. Ne? Aber ich meine, Sie wissen alle, aus dem Klimawandel wirkungsvolle Folgen zu ziehen, ist verdammt schwierig. Es macht mich auch selber oft ratlos. Gerne dort hinten nochmal. Marcel Krönert, mein Name, zu Ihrer Vortragsfrage, wozu brauchen wir noch Utopien und Visionen? Gibt es da nicht aktuell zwei eindrucksvolle Beispiele? Das eine ist der neue französische Präsident Macron, der seinem Land in der EU meines Erachtens nicht nur seine Reformpläne, sondern auch seine Visionen verkauft, an denen wir uns hier auch orientieren in Deutschland und wo wir alle so ein bisschen neidisch rübergucken. Und das zweite Beispiel ist dieser Elon Musk, dieser Vorstand von der Firma, ich weiß nicht, wie sie heißt, der also in jedem Quartal aber Milliarden Verlust macht, also wirtschaftlich überhaupt nicht tragbar ist und trotzdem stecken die Investoren ihm das Geld zu, weil er Visionen verkauft und damit ja auch Unglaubliches schafft. Also im Fall von Macron gehöre ich auch zu denen, die neidisch nach Frankreich rüberschauen. Zum zweiten Fall kann ich nicht sagen, ich kenne mich dazu wenig aus. Ich habe jetzt noch mal eine konkrete Frage, was mich wundert, und Sie haben darauf verwiesen mit Lucien Holscher, der Niedergang des utopischen Denkens dann bis 1950 prognostiziert. Jetzt feiern wir hier 50 Jahre 68er-Bewegung, dass genau diese 68er-Bewegung auch in diese Utopie- oder visionsfreie Zeit fällt. Wie können Sie sich das erklären oder was sagt das auch für die Gegenwart aus? Von Lucien Hölschers Entdeckung der Zukunft. Die erste Erstfassung erschien 1999. Der wird eigentlich die ganze Zeit nach 1945 als ziemlich uninteressant dargestellt. Aber 2016 hat Hölscher noch eine erheblich überarbeitete Version dieses Buches herausgegeben. Und die Grundstruktur ist zwar beibehalten, nicht? Am allerausführlichsten wird diese angebliche große Zeit der Visionen und Utopien dargestellt, aber er geht da noch sehr viel detaillierter und weniger pauschalisierend auf das Zukunftsdenken nach 1945 ein. Aber so eine richtig schlüssige Aussage über die Zukunftsvision der 68er kann ich mich nicht erinnern. Ich bezweifle auch, ob es die gab.
ich weiß nicht, Barbara, du hast ja mittendrin gesteckt. Hast du vielleicht Lust dazu, etwas dazu zu sagen? Ich kann eigentlich sagen, dass die Veränderung der Familie ein ganz starker Impuls von uns war. Also, dass wir gesagt haben, in den Kleinfamilien ist es nicht mehr möglich zu existieren. Wir müssen andere Lebensformen finden und haben dann ja Wohngemeinschaften gegründet, wo es unserer Ansicht nach lebendiger zugehen sollte, was dann manchmal aber auch schiefgegangen ist. Also das wäre ein Punkt. Und dann eben ja überhaupt ein freieres Leben raus aus den engen Gefängnissen der Welt. Ja. Das. Frank. Ja, danke. Ja, ich finde im Gegensatz zu dir, Michael, die aktuelle Zeit gar nicht so utopiefrei und visionslos. Das hätte ich noch vor 5 bis 10 Jahren anders gesehen. Da war auch noch das Stichwort alternativlos in aller Munde. Aber eigentlich, und damals hätte ich auch eher gesagt, auch vielleicht zur Vorstellung, Frank Gera, also ich arbeite in der Konzernstrategie der Deutschen Bahn, unter anderem auch zum Thema Zukunftsforschung. Und da hätte ich vielleicht auch gesagt, die letzte Zeit, wo man solche Bilder wie das daraus ziehen kann, das ist wahrscheinlich Ästhetik der 60er Jahre, das waren die 60er Jahre. Da war ja nicht nur sowas, so dreidimensionale fliegende Taxen, sondern da war auch Mondlandung und da war auch der erste Hype der künstlichen Intelligenz. Da wurde im Prinzip gepredigt, jedes Problem, was beschrieben ist, ist damit dann auch gelöst, computertechnisch gesprochen, hat sich so ein bisschen verlangsamt. Aber kommt auch gerade wieder, ist vielleicht bezeichnend. Und ich finde, in der aktuellen Zeit ist es eigentlich so, dass wir gerade dabei sind, ein hohes Maß an Treibstoff, Zukunftsvisionen zu haben. Also Digitalisierung ist in aller Munde, aber auch die Autonomifizierung der Autos, ein Geschäftsmodell wie Uber oder ich sage mal als etwas andersartige Innovation, wir haben jetzt seit Jahren Zentralbankzins null. Wenn wir vor 10 Jahren hier gesessen hätten, hätten wir das auch für unmöglich gehalten oder für eine Spinnerei oder so. Also meines Erachtens gibt es in zunehmendem Ausmaß in letzter Zeit wieder Visionen, was so Leute wie unser eins, sage ich mal, oder hier in diesem Raum wahrscheinlich auch viele erfreut, weil überhaupt mal wieder klar ist, es kann sich was grundlegend verändern. Und gleichzeitig hat die Gesellschaft meiner Beobachtung nach aber auch gelernt, damit besser umzugehen. Ich sage mal am Beispiel Uber. Uber ist erstmal eingerollt in Europa und ist dann aber von der EU-Kommission zurückgedrängt worden und nicht zum Durchbruch gekommen in seinen negativen Wirkungen bisher. Und das ist bei vielen anderen Sachen auch so. Und es gibt auch in den Gewerkschaften inzwischen gute Leute, die darüber nachdenken, wie kann man die erfreulichen Seiten der Digitalisierung so nutzen, dass das zugunsten der Arbeitnehmer passiert. Aktuelles Beispiel, 28-Stunden-Woche IG Metall, finde ich sehr respektheischend, finde ich toll. Oder dass jetzt eine Diskussion auch wieder ein bisschen aufkommt über Grundeinkommen, teilweise getrieben von Telekom-Chefs und ähnlichen Vögeln, die halt sagen, das kann so disruptiv werden, die Digitalisierung, dass wir sowas wie ein Grundeinkommen brauchen. Warum nicht? Solche Bündnispartner habe ich gar nichts gegen. Und also eigentlich ist da vieles, oder ich sag mal als kleines aktuelles Beispiel, da traut sich eine geschäftsführende Bundesregierung, ziemlich langweilig besetzt, also nicht schlecht, aber langweilig, die traut sich der EU-Kommission anzudeuten, dass sie sich kostenlosen Nahverkehr vorstellen kann. Das wäre doch vor 10 Jahren noch undenkbar gewesen. Und insofern haben wir meines Erachtens einerseits ganz schön viel Treibstoff in Sachen innovative Visionen und Gedanken und andererseits aber auch die Erkenntnis, auch sagen wir mal in der Breite der Bevölkerung, dass das keineswegs so ist, dass wir dem ausgeliefert sind, dass es keine Alternative gibt, sondern dass wir da mit dem Treibstoff auch was machen können und in eine Richtung steuern können. Auch das ist ein interessanter Beitrag. Also insgesamt halte ich die Digitalisierungsdiskussion auch eher alles in allem für ein positives Beispiel.
wie man mit neuen technologischen Perspektiven umgeht. Nicht der alte Automatisierungsdiskurs der 50er, 60er Jahre war da viel platter, zum Teil auch ohne wirkliche Kenntnis der Automatisierung, die damals außerhalb der USA noch kaum gab. Nicht? Also ich habe also wirklich ziemlich viel in dieser Digitalisierungsliteratur herumgelesen, soweit ich die als Historiker überhaupt verstanden habe. Das ist schon eine interessante Diskussion, die sich auch lohnt, aufzuarbeiten. Interessant war für mich auch, dass in Gewerkschaftskreisen, soweit ich das mitgekriegt habe, man Panik mache von wegen Digitalisierung, dass man davon nichts hält. Nicht? Also Panik mache, die Massenarbeitslosigkeit durch Digitalisierung hält man da für falschen Alarm. Es kann natürlich so ganz ist der Verdacht nicht aus der Hand zu weisen, dass die Gewerkschaften solche Gefahren noch im eigenen Interesse herunterspielen. Ne? Aber erstes Stichwort, selbstfahrendes Auto ist natürlich ein ganz heißes Thema. Also wird das die Zukunft sein? Zum Teil wird es einem ja von Leuten der Automobilbranche versichert. Dagegen von einer befreundeten Juristin höre ich, dass unter Juristen schon seit langem Diskussionen gibt, wenn mit selbstfahrenden Autos Unfälle passieren. Wie geht denn da eigentlich juristisch damit um? Wollen viele Autofahrer das überhaupt? Also das halte ich für ein ganz, ganz heißes und auch heikles Thema. Gut, ich habe jetzt noch drei Meldungen. Die würde ich dann einfach auch gerne angesichts der Zeit nochmal zusammenfassen. Erstmal haben Sie sich gemeldet. Ja, dann der in dem weißen und dann noch Sie. Ja. So, David Freis, Historiker der Uni Münster. Es gibt eine Frage, die mich hier noch umtreibt. Und zwar, was wird aus den vergangenen Zukünften in dem Moment, wo sie gewissermaßen nicht eintreten? Welche historische Wirkung haben sie denn noch? Ich glaube, das ist in einem Bereich, gerade da, wo eben auch konkrete Utopien immer wieder tatsächlich konkret werden, aus dem Sinne des englischsprachigen Wortspiels, so Concrete Beton und Konkret Architektur als Vorgriff auf Zukunft, über den Planungsprozess, aber auch darüber, dass Gebäude gebaut werden, die natürlich 30, 40, 50 Jahre lang halten sollen und damit immer auch auf Zukünfte hingebaut sind, die antizipiert werden müssen. Wenn man sich dann heute, also wenn man durch Berlin läuft zum Beispiel, sieht man dann häufiger Reste sozialistischer Architektur, die dann auch wie so Bruchstücke aus einem anderen Jahr 2017 gewissermaßen hereinragt, die irgendwie für eine Zukunft geplant und gebaut wurden, die nicht eingetreten ist. Und dieser Moment eben dieser seltsamen ja, irgendwie Nostalgie für Dinge, die eben nicht in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit liegen, sondern quasi ein bisschen in einer parallelen möglichen Gegenwart, die nicht eingetreten ist. Also was wird historisch aus den Zukünften, die nicht eingetreten sind, in dem Moment, wo sie nicht realisiert sind, behalten sie dann doch noch eine historische Wirkmächtigkeit? Ja, eine allgemeine Antwort darauf vermag ich nicht zu geben. Aber ich meine, das berühmteste Beispiel aus der neueren deutschen Geschichte ist ja die deutsche Wiedervereinigung. Nicht? Die hat ja kaum jemand erwartet, auch diejenigen, die hinterher behaupteten, sie hätten das schon vorher gewusst. Wenn man genauer hinguckt, bekommt man Zweifel daran. Nicht? Noch im August 1989 hat sogar die antikommunistische Springerpresse verfügt, DDR nicht mehr in Anführungszeichen zu setzen. Aber gerade, dass niemand so etwas erwartete, hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass der ganze Sicherheitsapparat der DDR nicht rechtzeitig alarmiert wurde. Nicht? Also die Fehlprognosen können den Überrumpelungseffekt der realen Entwicklung erhöhen. Und in dem Fall
ganz offenkundig. Ihr zweiter Punkt, der war eigentlich doch anders. Also das ist auch etwas, was mich ständig ärgert, dass so viele Neubauten schon nach wenigen Jahrzehnten schon wieder halb abgerissen werden müssen oder von Grund auf saniert werden müssen oder so. Wir selber wohnen in einem 120 Jahre alten Haus, wo die Substanz immer noch okay ist. Nur gerade im Augenblick haben wir leider einen Rohrbruch. Da bin ich auch selber etwas angeschlagen, muss ich gestehen. Aber auch unsere Bielefelder Uni, es hieß auch früher immer Jahrhundertbaustoff Beton, also schon nach 30, 40 Jahren mit einem Wahnsinnsaufwand muss alles renoviert, zum Teil neu gebaut werden. Direkt bei uns zu Hause vor der Nase liegt eine große Gesamtschule, die in den 70er Jahren das Mekka auch nicht nur linker Pädagogen, sondern auch linker Architekten war, die also auch in ihrer Struktur damalige Reformideen zu verwirklichen suchte. Und die soll jetzt total abgerissen werden. Und das Seltsame ist, die Gesamtschüler, die früher immer so gern protestiert haben, niemand protestiert dagegen. Also das ist, wenn man Zukunftsdenken fordert, für mich ein ganz, ganz zentraler Punkt. Wieder mehr nachhaltig bauen, nachhaltig produzieren, reparaturfreundlich produzieren. Nicht, das ist ja auch die große Misere, dass durch die Elektronik vielfach die Reparaturfreundlichkeit von vielen Techniken drastisch gesunken ist. Nicht? Also bei praktisch angewandtem Zukunftsdenken kämen solche Forderungen für mich so mit an erster Stelle. Ne? Ich nehme die letzten beiden Fragen nochmal zusammen, hier in dem weißen Shirt. Ja, mein Name ist Quentin Mönnig und ich habe die Frage, ob wir nicht bei den Utopien, die wir heute haben, schon eine Prognose... Ist an, oder? Ob wir bei den Utopien, die wir heute haben, schon eine Prognose erstellen können, wie realistisch die sind oder nicht und wie wir das aus der Geschichte lernen können. Haben Sie da schon Kriterien entwickelt, als Sie sich dabei beschäftigt hatten? Sie haben ja einmal schon mal gesprochen von Naturgesetzen, dass das immer ein gutes Kriterium war. Haben Sie da noch welche? Dann nehme ich als allerletztes die Frage... Mir ging es nochmal darum, 1970 kam das Konzept des Club of Rome raus. Das ist jetzt mittlerweile 48 Jahre her. Und die sogenannten Visionen oder Prognosen haben sich ja als real herausgestellt, wenn nicht sogar noch schlimmer. Das heißt, wir haben mehr oder weniger aus der Geschichte nichts gelernt. Das heißt, wie können wir denn überhaupt lernen aus der Geschichte? Also im wahrsten Sinne des Wortes. Brauchen wir da es, um das vielleicht mit einem Zitat von Brecht abzuschließen, Umwälzungen finden nur in der Sackgasse statt. Muss das, ich sag mal, die Spree rücklaufen, sozusagen in die Lausitz wieder zurück? Oder in Hamburg muss es eine Sturmflut geben, die das Maß von 1962 um das Doppelte übersteigt? Also das, wir betrachten das ja nicht nur la pour la, sondern mich interessiert jetzt mal der Lerneffekt, wenn ich in die Geschichte gehe. Es sind auch wieder umfangreiche Fragen angeschnitten worden. Also zuerst, wann sind Zukunftsvisionen relativ verlässlich? Nicht, da würde ich auch zustimmen, sicherlich dann, wenn Naturgesetze hineinspielen. Nehmen wir mal als Beispiel den stummen Frühling, Silent Spring von Rachel Carson 1962, die Vision eines Frühlings ohne Vogelgezwitscher, weil durch Herbizide und Pestizide die Insekten weltweit gehend vernichtet ist und die Vögel nicht mehr zu fressen haben. Lange Zeit kam mir
erschien mir das als eine negative Utopie, wenn ich immer sehe, wie die Vögel in unserem Garten zwitschern. Aber gerade, also Sie wissen ja alle, gerade in den letzten Jahren ist auch bei uns der Insektenrückgang in einer ganzen Reihe von Regionen dramatisch, nicht? Also das ist auch so eben ein Zusammenhang, der wo sicherlich Naturgesetze hineinspielen. Pestizide, je mehr sie angewandt werden, desto mehr reduzieren sie die Insekten und verlieren die Vögel an Nahrung. Club of Rome, das ist ja Limits to Growth, der Grenzen des Wachstums 1972, nicht? Also vor 46 Jahren. Darüber gibt es einen internationalen großen Streit. Haben sich die Prognosen bewahrheitet oder sind sie durch die Entwicklung widerlegt worden? Ich meine, die damaligen Zeitangaben sind sicherlich vielfach nicht eingetroffen. Andererseits, wenn man die Grenzen des Wachstums bis zu Ende liest, stellt man fest, dass auch die Verfasser am Schluss auch solche solche Bedenken eingebaut haben. Sie sind also nicht aufgetreten als Propheten, die vorhersagen können, genau dann und dann wird das eintreffen. Aber ich meine, dass das Wachstum Grenzen hat, ist doch irgendwie einfach logisch. Ich meine, damals hat man mit Riesencomputern die Grenzen des Wachstums errechnet, aber im Grunde hat das auch eine simple Logik, dass alles Wachstum seine Grenzen hat, beziehungsweise nur irgendwann nur ohne Schaden für andere Elemente, andere Lebewesen sich fortsetzen kann. Also wenn die Grenzen des Wachstums 1948 erschienen wären, wären sie kein Bestseller geworden. Niemand hat 1948 in Deutschland an unbegrenztes Wachstum geglaubt. Ne? Ja. Ich nehme Sie trotzdem nicht mehr dran, weil wir jetzt schon nach halb acht haben. Ich sage Ihnen noch mal ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie da waren. Ihnen, Herr Radgau, ein ganz, ganz herzliches, liebes Dankeschön für Ihre Zeit, für Ihren Vortrag, dafür, dass Sie ganz viel gekürzt haben aus Ihrem Manuskript und noch gar nicht dazugekommen sind, vorzutragen. Nochmal die Frage, warum machen wir diese Veranstaltung und warum haben Sie dieses Buch geschrieben? Eine Antwort findet sich in den letzten Sätzen, nämlich weil wir uns Sorge machen um unsere Zukunft. Aber aus dieser Sorge entsteht nämlich, oder die Sorge ist die Quelle der Vorsorge und der Fürsorge eines Miteinanders und Füreinanders. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen schönen Abend. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ihnen nochmal ein ganz, ganz herzliches Dank, Herr Radgau, dass Sie da waren. Ja.